Dann bring dich in eine gute, aufrechte Sitzposition, wenn du kannst, mit gekreuzten Beinen. Die Hände liegen locker auf den Knien. Richte den Oberkörper gut auf. Die Schultern sind entspannt. Und dann bring langsam das Kinn zur Kehle. Lass den Kopf sinken, soweit es geht. Und nimm tiefe, entspannte Atemzüge in den Bauch. Wenn du das nächste Mal eingeatmet hast, dann heb mit der Ausatmung den Kopf Richtung Decke, den Kopf in den Nacken, das Kinn zur Decke. Und wieder, wenn du eingeatmet hast, dann bring mit der Ausatmung das Kinn zur Kehle. Nimm tiefe Atemzüge in den Bauch. Und nimm wahr, was es jetzt im Nacken wahrzunehmen gibt und in den Schultern und im oberen Rücken. Wenn du wieder eingeatmet hast, dann heb mit der Ausatmung noch einmal den Kopf nach oben, in den Nacken, das Kinn Richtung Decke. Mit der nächsten Ausatmung bring den Kopf wieder zurück zur Mitte in die Ausgangsposition. Nun dreh den Kopf nach links, so weit wie es geht, ohne die Schultern mitzubewegen. Und mit der nächsten Ausatmung nach rechts. Und wieder nach links. Und nach rechts. Und dann zurück zur Mitte. Jetzt neig den Kopf nach links, linkes Ohr zur linken Schulter. Achte darauf, dass beide Schultern unten bleiben. Nimm einen tiefen Atemzug in die seitliche Dehnung im Hals. Und dann langsam neig den Kopf zur anderen Seite, nach rechts. Rechtes Ohr zur rechten Schulter und wieder einen tiefen Atemzug in die seitliche Dehnung im Hals. Und dann bring den Kopf zurück zur Mitte. Jetzt bring noch einmal das Kinn zur Kehle. Beschreib Halbkreise mit dem Kopf vor dem Körper. Von einer Schulter zur anderen. Langsame Bewegungen, nimm wahr, was es im Nacken wahrzunehmen gibt, ohne zu werten, einfach wahrnehmen. Und wenn du das nächste Mal den Kopf in der Mitte hast, dann heb ihn aus der Mitte heraus wieder in die Ausgangsposition. Jetzt stütz dich mit der Hand links am Boden ab und neige den Oberkörper nach links. Weit rausziehen und der Blick geht in die Armbeuge. Noch einen tiefen Atemzug in die seitliche Dehnung und dann komm mit einer großen Bewegung zur anderen Seite. Stütz dich rechts ab und der Blick geht wieder in die Armbeuge. Tiefen Atemzug in die seitliche Dehnung und dann komm zurück zur Mitte. Leg deine Hände auf die Knie und beschreibe große Kreise mit dem Oberkörper. Nach vorne streck dich, heb den Kopf an und wenn du hinten bist, mach einen runden Rücken, einen Katzenbuckel. Große Kreise, versuch die Kreise mit dem Oberkörper so groß, so weit wie möglich zu machen. Dann wechsle einmal die Richtung.
ganz weit nach vorne. Und dann komm zurück zur Mitte. Jetzt falte deine Hände, streck die Arme über den Kopf. Zieh den Oberkörper raus, die Wirbelsäule strecken, dehnen den Oberkörper. Und dann schieb noch einmal die Schultern nach unten. Und wieder lösen. Jetzt falte die Hände hinter dem Rücken. Möglichst lange Arme, heb deine Arme ein bisschen an, heb den Kopf an, öffne den Brustkorb, schieb die Schulterblätter zusammen, heb den Kopf an, nimm einen tiefen Atemzug und wieder lösen. Jetzt kreist die Schultern von vorne nach hinten, schön langsam, immer mit der Einatmung, den Brustkorb öffnen, die Schulterblätter zusammenschieben und mit der Ausatmung einfach wieder lösen. Einatmen, Brustkorb öffnen, Schulterblätter zusammen und ausatmen, lösen. Und wieder lösen und mit der nächsten Einatmung zieh die Schultern bis an die Ohren und ausatmen, entspannt fallen lassen. Noch einmal einatmen, Schultern bis an die Ohren und ruhig mit Geräusch ausatmen, Schultern fallen lassen, alles fällt ab von dir, was anstrengend ist. Und noch einmal einatmen, Schultern bis an die Ohren und ausatmen, fallen lassen. Jetzt lockere den Kiefer, mach so Kaubewegungen oder den Mund so hin und her. Den Kiefer lockern. Dann zieh das Gesicht zur Nase hin zusammen und jetzt öffne es ganz weit. Augen aufreißen, Mund auf, Zunge raus. Und einmal kräftig ausatmen. Jetzt streiche mit den Fingerspitzen dein Gesicht immer von der Mitte nach außen. Erst die Stirn, von der Mitte der Stirn bis zu den Schläfen. Dann unter den Augen, vom Nasenrücken zu den Schläfen. Spür die Bewegung in den Fingern und im Gesicht mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Dann die Wange von der Mitte, von der Nase bis zu den Ohren. Und auch das Kinn von der Mitte bis zu den Ohren. Immer schön nach oben streichen. Und jetzt massiere noch deine Ohren innen und außen. Streich auch mal die Ohrläppchen nach hinten unten. Das weckt ein bisschen auf. Und zuletzt streiche mit den Händen über den Kopf, über die Haare, über die Kopfhaut.